Sersen Kinners, ja, wir sind wieder zurück bei Hell Let Loose und ich komme aus einer angenehmen Sommergrippewoche zurück. Oh, Server voll. Ja, kann man nichts machen, ne? Einberufen. Und dachte mir, wir fangen mit was ganz Leichtem an und spielen eine Runde Hell Let Loose. So, suchen wir uns doch mal hier. Ach, der sieht doch gut aus. Andere Map. Oh, die kenne ich doch gar nicht. Die haben wir noch gar nicht gespielt. So. So, jetzt nochmal ein Schlückchen Kaffee. Zu spät. So, was machen wir denn? Easy, 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 easy. Ach komm, wir gehen in Love. Einmal in Love. Wir haben Unterstützung, Maschinengewehrschütze. Das machen wir doch mal. Bestätigen. Wie schaut es denn überhaupt aus? Oh. Haben wir einen Spawnpoint? Nehmen wir den. So, 26 Sekunden warten. In der Zeit kann ich natürlich einen Schluck Kaffee nehmen. Ja. Okay. Also wie gesagt, eine Woche Sommergrippe hinter mir. Man merkt es vielleicht noch ein bisschen an der Stimme. Auch noch ein bisschen wackelig unterwegs, aber man muss ja auch mal. Was? Okay. Es geht anscheinend schon los. Ich würde mal sagen, wir orientieren uns erstmal. Okay, noch ein bisschen Überblick verschaffen. Es wird ein bisschen ruhiger. Ging ja schnell, ne? Okay, das ging wirklich schnell. Ja. Gut, bleiben wir bei der Klasse. Ich finde, mal Rolle ändern. Mal Angriff. Angriff ist doch nicht. So. Schmeißen uns wieder das Spawnpoint noch da. Nicht. Schlecht. Sehr schlecht. Haben wir hier oben irgendwas? Keiner noch einen Spawnpoint gesetzt? Hier auch nicht. Ich nutze mal kurz die. Es ist nämlich ein bisschen laut. Musik erst. Regel mal ein bisschen runter. Müsste ja reichen jetzt. Gut, also wir nehmen uns. Ja, notgedrungen müssen wir jetzt da durch. Oh, was ist denn hier los? Schaut gar nicht gut aus. Okay. 7 Sekunden. Schaut ja richtig mau aus hier. Also gut. Station. Lass mal nochmal kurz auf die Map schauen. Also, wir sollten die Reservestation, glaube ich, zurückerobern. Finde ich. Okay, hilft ja nichts. Ach, so ein kleiner Waldspaziergang ist ja auch was Feines, ne? Ja. Also, wie gesagt, die Map spiele ich jetzt zum ersten Mal. Ich hoffe, das merkt man. Ja. Ach. Okay. Ja, ich würde mal sagen, ne, grandios verloren. Details brauche ich mir gar nicht anzeigen lassen. Ne? Also, ja.
Das war ein Satz mit X. Okay. Jetzt nehmen wir nichts. Ist halt so, ne? Und raus. Lauf. 11, 140. Verteidigung 20. Okay. Ja. Bitte Karte wechseln. Bitte Karte wechseln. So, wie viel haben wir noch? 17 Sekunden. Also ich muss wirklich sagen, also das Spiel ist immer noch eins meiner Favorites momentan. Macht richtig Laune. Und ja, ist jetzt nicht so ein stumpfes Rumgeballere. Ne? So. Ja. Add. Schneide ich es raus, schneide ich es nicht raus. Ich denke, ich lasse es drin. Derzeit könnt ihr mir beim Kaffee trinken zuhören, ist doch auch was Schönes. Mhm. Oh, gibt es irgendwelche anderen News? Nein. So, was machen wir denn? Infantry. Able. Eigentlich eher so der Versprengte, ne? Baker, Charlie. Panzergruppe, Infanterie haben wir. Doc. Sanitäter, Unterstützung. Wir machen immer noch einen auf Angriff. Komm hier. Mal den. Was? Tätigen. Und wir starten, wo alle starten. In der Mitte. Okay. Hallo, guys. Hallo. Have a nice round. So, die Erdscheune. Die wird's dann wohl sein, ne? Dann gehen wir doch mal dahin. Ah. Spielen auf der Seite der Deutschen. Deutscher her. Wir folgen mal hier. Auffällig. Ach ja, so eine Winterlandschaft im Sommer ist doch wirklich herrlich. Guck mal, da drüben sind meine Jungs. Und auch mal Richtung meine Jungs, oder? Wie gesagt, dadurch, dass ich immer noch nicht wirklich im Team spiele, muss ich sagen, ist mir das eigentlich ganz recht, dass ich hier diesen Versprengten spiele, der ja, fernab seiner Einheit. Okay, lass mich mal auf die Map schauen. Und wo sind wir ganz da drüben? Hier einer auf Foy. Auf Foy! Und hier geht's, glaube ich, hier über das weite Feld, oder? Mal gucken. Ah, schaut mal das. Das schaut gut aus. Okay. So. Da hinten die Hütte ist doch eigentlich erstmal eine gute Deckung. Noch ist es sehr ruhig. Was jetzt nicht schlecht ist. Okay. So viel zur Ruhe. An der Stelle übrigens ein nettes Dankeschön für den Hinweis aus der Community, aus unserer riesengroßen Community. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf, sei mir nicht böse, aber ich glaube Chris oder so irgendwie. Wie gesagt, ich war eine Woche krank. Ja, das nehme ich jetzt mal als Entschuldigung für alles her. Auf jeden Fall danke für deine Tipps. Von wegen, dass die Blauen allgemein unsere sind, die Grünen die eigene Einheit ist, also das Squad. Und ich habe auch deinen Rat befolgt, sprich die Reichweite der Marker erhöht. Okay.
Und ja, jetzt ist die Freund-Feind-Erkennung doch ein bisschen einfacher geworden. Sagen wir, schauen uns jetzt mal hier die Hütte an. Einblick herkriegen? Natürlich nicht. Schade. Gut, was ich bei der Map absolut nicht mag, ist dieser andauernde Nebel. Das ist echt lästig. Map-technisch, wie weit sind wir denn jetzt davor? Wir sind hier und schauen jetzt rüber zur Erdscheune und bräuchten eigentlich nur nach rechts schauen. You can place a garrison here. So. Ich bin aber überlegen, ob ich jetzt nicht doch zu meiner Einheit aufschließe. Can you place a garrison here? Überblick verschaffen. Ne. Ne, immer noch ruhig. Ja, ich bewege mich mal am Zaun entlang. Sehr schön. Das werden sich die Amis jetzt aller Wahrscheinlichkeit nicht gefallen lassen. Also werden wir mal ein bisschen vorrücken. Okay, schaut immer noch recht entspannt aus. Und dieser Nebel, ne? Okay. Wir müssen darüber. Der spannendste Augenblick so querfeldein über das offene Feld. Lage nach links. Ich folge jetzt mal hier Eclipse. In der Hoffnung, dass der weiß, was er tut. Okay. Haben wir uns mal einen Überblick. Aha. Wir sind jetzt hier oben, da ist eigentlich relativ schon alles, ja, da können wir jetzt eigentlich getrost weiter marschieren. Wir können jetzt blind in den Nebel reinschießen, was aber natürlich gar nichts bringt. Also verlagern wir mal weiter runter. Aus. Jetzt auch mal ein bisschen die Nase runter.
Squad leader, can you place a garrison? Oh, it's too close, probably. Ja. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Jetzt werde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich gleich tot sein. Sehen tue ich nix. Ah, das schaut nach Tank aus. Und? Okay. Und da drüben kommt nix. Wir haben keine Feindbewegung irgendwo. Wow, 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 wow. Okay. Natürlich die Frage, bleiben wir oder? Haha. Medic in der Nähe? Medic! Medic! Oh, please help me! Medic! Please help! Ich hätte mal gesagt, da hilft mir keiner mehr. Wie gesagt, ich mag die Map jetzt nicht so besonders. Hebel, ja. Außenposten Spawn Point. Könnte man doch jetzt nehmen. Was? Probieren wir es mal mit dem schweren MG. Bringen uns da einfach mal ein bisschen in Stellung. Stellung! Eieiei. Okay. Ich bin jetzt gerade in Spawnpoint weggerissen. Tatsache. Ach komm, Löhne. Oh Mann. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen hier. Fußweg vor uns. Ja, ist doch. Ja. Ja. Amis sind eigentlich ganz gut auf dem. Naja, hält sich noch alles ein bisschen in Grenzen.
Hier durch. Hier drüber. Op, komm, op, komm. Dann war es der Diagnosti. So. Vorher sind wir noch erobert. Erdscheune. Ja. Kriegen wir schon irgendwie. Natürlich doof, dass ich jetzt nicht aufgepasst habe. Mir hat es den Spawnpoint nämlich dann kurz vorher aufgelöst anscheinend. Kann passieren. Oh, so ein Wandertag ist ja auch mal was ganz Schönes, ne? Okay. Mein Gott, da läufst du ja ein Wolf. Ne? Aber dann kriegt er wenigstens mal einen Eindruck davon, wie groß die Maps sind. Die sind nämlich nicht so klein. Hier mal rüber. Jetzt auch in so ein Häuschen hocken und den Dingen harren, die da kommen. Ah, shit. Ah, wir sind gut. Bloß durch den Nebel haben wir relativ wenig Fernsicht, also nützt mir das jetzt überhaupt nichts, dass ich mich jetzt hier irgendwo einbunker. Bei unserem Glück komme ich jetzt dann nämlich an und kriege gleich einen auf den Deckel. Lager erstmal nach rechts. Das ist ja nicht schlechtes. Uns mal ein nettes Plätzchen. Hier? Nein. Ein Stück weiter vor. Kommt dann dieser berühmte Moment, dieses Stückchen weiter vor und bam. Hier aus. Relativ ruhig. Wir wissen, wie weit sind wir noch weg? Nicht mehr weit. Ein Schuss abgefeuert, ne? Wird spannend. Okay.
mal. Okay, gegen einen Sherman sollten wir uns jetzt eher wieder nicht anlegen. Oh, das war ziemlich nah. Den haben wir. Ich möchte bloß nicht, dass der Sherman auf uns aufmerksam wird. Aber der ist, glaube ich, beschäftigt. So, jetzt wäre ein bisschen Verstärkung hier nicht schlecht. Oh oh. Ich glaube, der hat sich zu uns gedreht. Nein. Hat er nicht? Da ist jetzt auch irgendwie keine Infanterie in der Nähe bei dem Sherman. Der, glaube ich, Panzer von uns von rechts. Come on! Jawohl! Good shot! Sehr schön! Oh, ich gebe mal wir. Das war jetzt schlecht. Jawohl. Kommt noch jemand? Shit. Ah, shitty, shitty, shitty. Okay, ich hätte gesagt, ich hätte gesagt, an dieser Stelle machen wir mal Schluss mit der Folge. War ja zum Schluss doch ganz ansehnlich noch ein bisschen. Ich möchte bloß noch mal schauen, kleiner Augenblick. Was hab denn ich so gerissen? Nix. Feuerte Schüssel, 187. Ah, doch, zwei habe ich. Na, ist doch schön. Bin auch zweimal gestorben. Längstes Leben war 11 Minuten und 34 Sekunden. Wahrscheinlich der Wandertagweg da. Kürzestes Leben, okay. Ja. Na, war doch nicht schlecht. Ist doch in Ordnung. So, ich hätte gesagt, das war mal wieder eine Folge Hell Let Loose. Und ja, ich bin immer überlegen, ob das nicht eher Sinn macht, sowas dann im Stream zu machen. Und wie gesagt, wir haben einen neuen Kanal jetzt aufgemacht, extra nur für die Stonehold Gamer. Und ja, da wird aller Wahrscheinlichkeit ein bisschen mehr laufen. Okay, war schön, dass ihr mal wieder reingeschaut habt.
wenn er auch jetzt hier nicht die riesengroße Action gewesen ist, aber mein Gott, ne, kann man bei solchen Spielen, muss man sich darauf einstellen. Ja, ne, also ich habe schon Arma-Missionen zum Beispiel gespielt, da war ich, glaube ich, 2 Stunden bloß auf dem Beobachtungsposten und habe eine Straße gesichert. Gehört dazu. Ja, ist taktisches Spiel. Also nicht hier Battlefield und Co., wir rennen drauf los und ballern weg, was kommt. Ist halt so, ne? Aber mir gefällt's. Also in diesem Sinne noch einmal danke fürs Zuschauen. Ein Däumchen wäre vielleicht mal nett. Ja, muss aber auch nicht sein, ne? Ihr kennt das Spiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Hell Let Loose. Also, Dankeschön und Sersen Kinners.